Die Einsatzleitung gibt zu, dass der Prozess des Erwachens ein bisschen kitzelig ist, auch wenn sie genetisch zum Erwachen kodiert wurden. Wenn diese Kodierung aktiviert wird, werden sie felsenfest davon überzeugt sein, dass sie ein Erdling sind. Sie werden höchstwahrscheinlich die schlimmsten Charakterzüge der Erdlinge übernommen haben und eine ihrer gruseligen Masken tragen. Sie werden vermutlich der Mittelschicht angehören, als self-made man, als sich selbst verleugnende Frau im höchsten Grade orientierungslos und rundum zufrieden. Sie folgen einem Guru, sind im Schützenverein, stöhnen über die monatlichen Raten, hocken vor dem Fernseher, verteidigen ihre Nation, lassen sich von ihrer Firma auffressen, pflegen ihren Rasen, nehmen an albernen Gewinnspielen teil, sind ein Opfer der Religion, gehen zum Psychiater, joggen im Kreis herum, gehen zum Essen aus, sind in einem Anwaltsbüro tätig und oder arbeiten für einen Energiekonzern. Das ist natürlich nur eine sehr unvollständige Liste der erschreckenden Möglichkeiten. Wir können sie dahingehend zusammenfassen, dass sie erfolgreich in die Knie gezwungen wurden, nicht aus Ehrfurcht vor dem Leben, sondern erschöpft von der endlosen Anstrengung des Überlebenskampfes in der Sklaverei. Die Angst wird es wahrscheinlich in einer ihrer vielen Erscheinungsformen geschafft haben, Sie auf die eine oder andere Weise klein zu kriegen. Zusätzlich werden viele von Ihnen zwischen 40 und 50 sein und die besten Jahre hinter sich haben. Denken Sie daran, die Mehrheit dieser Inkarnationsgruppe kam kurz nach dem Zweiten Weltkrieg an. Siehe unter der Definition für Crawl-In. Sie haben also möglicherweise jede Menge Medaillen, Preise, Kegelpokale und Titel angehäuft, je nachdem, wie tief sie in die Sklaverei eingekauft haben. Dazu kommen noch all die Machtpositionen und Kreditkarten, die man ihnen wie Karotten vor die Nase gehalten hat, um sie noch gründlicher zu kaufen. Und das schlimmste denkbare Szenario, sie haben zu allem Überfluss auch noch einen weißen männlichen Körper, der in Wilton, Connecticut, lebt und seine Aktentasche mit seiner Identität verwechselt hat. Zu all dem sagt die Einsatzleitung, vergiss es. Und wir sagen, danke Gott dass du Christus bist. In diesem Kapitel folgen einige paar hilfreiche kleine Ratschläge zu Bereichen, die für dysfunktionale Planeten typisch sind und in der Regel ein paar Probleme mit sich bringen. Die meisten Probleme würden zwar durch schlichtes, vollständiges Aufwachen beseitigt, aber uns ist klar, dass viele von ihnen dazu nicht so über Nacht in der Lage sind, weil sie einfach zu viel Gehirnwäsche hinter sich haben. Unser Rat lautet trotzdem, zögern Sie diesen Prozess nicht zu lange hinaus, sonst verpassen Sie unter Umständen die ganze Mission. Hier spricht die Einsatzleitung weitermachen. Als Weiß durchgehen. Während Ihres interdimensionalen Erwachens empfiehlt die Einsatzleitung Diskretion. Bleiben Sie unauffällig und verhalten Sie sich möglichst normal, wie ein normaler Weißer. Es sei denn, sie sind zufällig Chinese. Hier ist ein bisschen gesunder Menschenverstand angebracht. Das dient ihrer eigenen Sicherheit. Denken Sie daran, die Kulturen dieses Planeten beruhen auf Angst. Sie haben vor allem und jedem Angst. Jede Form von Abweichung versetzt sie in Panik. Und sie töten sogar, um diese Ängste zu verteidigen. Bisher gab es für die Einsatzleitung kaum einen Anlass, sie in dieser Hinsicht zu warnen. Sie hatten schließlich keine Ahnung davon, wer Sie sind und warum Sie hier sind. Wenn Sie allerdings nach und nach Ihre wahre Identität zu spüren beginnen, sollten Sie extrem vorsichtig sein. Zum Beispiel sollten Sie nicht einfach bei der Begrüßung freundlich sagen, Hallo, ich komme vom Sirius, ich glaube, Sie sind ein Eingeborener. Und das wird Ihnen garantiert keine Freunde einbringen und Sie werden damit auch nicht sonderlich viel ausrichten. Wenn Sie Glück haben, wird man sie einfach für übergeschnappt halten. Wenn Sie Pech haben, wird man sie einsperren. Denken Sie daran. Sie sind hierher gekommen, um mit der Angst aufzuräumen, nicht um sie zu schüren. Halten Sie sich also beim Smalltalk auf Partys ein bisschen zurück. Die Aliens sind sowieso schon fremde. Sie sollten diese Fremden nicht noch unnötig befremden. Gefährliche Freunde Von der eingeborenen Bevölkerung geht zwar einige Gefahr aus, aber die größte Gefahr bilden andere Außerirdische, die sich weigern aufzuwachen. Die einheimische Bevölkerung von Aliens wird zum größten Teil geneigt sein, die Behauptung zu verwerfen, dass die Außerirdischen sich Millionenfach in ihrer Mitte befinden, und zwar in unscheinbarer, biologisch abbaubarer Gestalt. Sie sind sich so sicher, den totalen Durchblick zu haben, dass sie wahrscheinlich erst merken, was abläuft, wenn es bereits passiert ist. Wegen der eindimensionalen Natur ihrer Glaubenssysteme werden die Eingeborenen also vermutlich keinerlei Hexenjagden vom Zaun brechen. Die Außerirdischen, die sich gegen ihre genetische Kodierung wehren, sind da schon ein bisschen gefährlicher und sollten mit Vorsicht behandelt werden. Sie schlagen eher zu als die selbstgefälligen Aliens. Und wenn irgendein Hexenprozess ansteht, haben Sie ihn mit Sicherheit selbst angezettelt und sitzen natürlich auch auf den Richterstühlen. Der Messias-Komplex: Bei Ihrem Erwachen gibt es ein paar Fallgruben, in die Sie nach Möglichkeit nicht hineintappen sollten. Die wichtigste ist der leidige Messias-Komplex. Solange die Einsatzteilnehmer noch nicht ganz fest auf ihren multidimensionalen Füßen stehen, hat dieser Komplex oft eine gewisse Anziehungskraft. Die Einsatzleitung möchte gern ein wenig darauf eingehen, um ihm etwas von dieser Anziehungskraft zu nehmen. Christus zu sein und sich für Christus zu halten sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wenn Sie nur denken, Sie seien der Christus, werden sie so handeln, wie Christus ihrer Ansicht nach eben handeln würde. Das bedeutet normalerweise, dass sie versuchen, irgendwen zu retten. Wir möchten gern eines ganz klarstellen. Bei diesem Einsatz geht es nicht darum, irgendwen zu retten. Alle Einwohner dieses Planeten sind Meister. Selbst die Aliens sind Meister. Sie vollbringen hier eine brillante Leistung, indem sie es meistern, Aliens zu sein. Alle Wesen auf dem Planeten kennen das Spiel und alle haben ihre Entscheidung getroffen. Wenn sich jemand dafür entschieden hat, als ein Meister der Begrenztheit weiterzumachen, ist das sein unveräußerliches Recht. Es ist nicht die Absicht dieses planetaren Einsatzes, die Leute vor ihren Rechten zu retten. Und es liegt weder im Wunsch der Einsatzleitung, noch entspricht es in irgendeiner Weise dem Mandat der Räte, dass unsere Bodentruppen mit messianischem Eifer durch die Gegend laufen und versuchen, die Menschen vor ihrem freien Willen zu bewahren. Die Erde hat sich dafür entschieden, sich über die Begrenztheit hinauszuentwickeln. Wer deren unbegrenzte Unmöglichkeiten jedoch weiter erkunden will, ist frei, dies zu tun, nur eben nicht auf diesem Planeten. Solche Leute werden die Erlaubnis erhaben, ihre Experimente mit der Begrenztheit auf irgendeiner anderen planetaren Immobilie fortzusetzen, die sich auf einer noch weniger fortgeschrittenen Evolutionsstufe befindet. Die Teilnehmer an diesem Einsatz haben sich dafür entschieden, anstelle von Begrenztheit den göttlichen Selbstausdruck zu meistern und werden aufgefordert, das jetzt auf diesem Planeten zu tun. Es ist entscheidend, dass sie sich klarmachen. Die eine Entscheidung ist nicht besser als die andere. Die eine Entscheidung passt nur besser zu diesem Planeten als die andere. Versuchen Sie nicht in Ihrem halberweckten Zustand und aus fehlgeleitetem Eifer heraus irgendjemanden zu der Entscheidung zu bekehren, die Sie getroffen haben. Manifestieren Sie stattdessen die Entscheidung, die Sie getroffen haben, durch Ihr Sein. Die Einsatzleitung erwartet von den Einsatzteilnehmern, dass sie die Souveränität und die Entscheidungen aller Wesen respektieren. Wir erwarten darüber hinaus, dass sie in ihrer vollen Gegenwart stehen und ihre göttliche Essenz ausstrahlen lassen. So und nicht anders werden sie die Kraft haben, die Entscheidung anderer dahingehend zu beeinflussen, es ihnen gleich zu tun. Die Verkörperung des Geistes ist die einzige Tat, mit der sie dazu beitragen können, dass der Einsatz glatt und effizient abläuft und zum vorgesehenen Abschluss kommt. Die Last der spirituellen Bedeutsamkeit Die Last der spirituellen Bedeutsamkeit ist wie der Messiaskomplex eine der Fallgruben, in die sie nicht stolpern sollten. Das Problem mit der spirituellen Bedeutsamkeit besteht darin, dass sie ein Nebenprodukt des spirituellen Ehrgeizes ist und insofern wäre es am besten, wenn Sie Ihren spirituellen Ehrgeiz von vornherein auf die Vermeidung des spirituellen Ehrgeizes richten würden. Handlungen aus spirituellem Ehrgeiz mangelt von Natur aus der Geist. Sie führen nur zu einer Trennung vom Geist und damit natürlich auch zu einer Trennung vom Einsatz. Das soll nicht heißen, dass wir während Ihres Aufenthaltes auf diesem Planeten keine Taten von spiritueller Bedeutung von Ihnen erwarten. Selbstverständlich erwarten wir, dass Sie hier spirituell Einfluss nehmen, sonst hätten wir Sie doch gar nicht hierher gesandt. Wenn Sie sich allerdings von der Bedeutsamkeit Ihrer Handlungen fesseln lassen, führt Sie das zu einer Identität, die weniger ist als Ihr wahres Sein. Ihre wichtigste Handlungsanweisung lautet hier, Sie sollen den Geist verkörpern, dem sie dienen. Wenn Sie sich von ihrer spirituellen Bedeutsamkeit ablenken lassen und sich in der Großartigkeit Ihres Seins verlieren, werden Sie gleichzeitig die Spur Ihrer tatsächlichen Bedeutsamkeit verlieren und das Ziel dieses Einsatzes nicht erreichen. Denken Sie daran, dass Sie hier sind, um ein lebendiger Ausdruck des Geistes zu werden. Nichts, was Sie tun oder sagen könnten, ist ein akzeptabler Ersatz dafür, dass Sie werden, wer Sie wirklich sind. Das Kopfloses Huhn-Syndrom. Während nun dysfunktionale Muster demontiert werden und der Geist die Angst ohne viel Aufhebens vom Fahrersitz verdrängt, erleben Sie unter Umständen das Kopfloses Huhn-Syndrom. Unsere Quellen haben uns darüber informiert, dass es auf diesem Planeten Hühner gibt, einheimische Vögel, an denen bemerkenswert ist, dass sie selbst dann noch herumlaufen, wenn ihnen der Kopf abgeschlagen wurde. Dies hier ist zwar unsere erste Begegnung mit Hühnern, aber wir finden ihr Verhalten nützlich. Daher haben wir dieses Syndrom ihnen zu Ehren so benannt. Das kopfloses Huhn-Syndrom bezieht sich auf das neurologische Phänomen, das ein geköpftes Huhn erlebt, wenn sein Körper weiter wild herumrennt, als ob er noch von irgendwoher gesteuert würde. Bis das Nervensystem die Tatsache mitbekommt, dass der Vogel offiziell tot ist, vergeht immer einige Zeit. Etwas Entsprechendes kann geschehen, wenn die Angst aus ihren Systemen eliminiert wird. Die neurologischen Muster des angstvollen Verhaltens können noch eine Weile weiter marschieren und sich so benehmen, als ob die Angst immer noch die Führung hätte. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit diesem Zustand umzugehen. Sie können mit diesen Verhaltensresten das tun, was Sie unseren Informationen nach mit einer Fliege tun. Das hier ist auch unsere erste Begegnung mit Fliegen, aber sie scheinen genauso nützlich zu sein wie Hühner. Entweder erlauben sie ihr so lange herumzusurren, bis sie von selbst damit aufhört, oder sie schlagen zu und machen der Sache ein Ende. Nur eines sollten sie unbedingt vermeiden. Sie sollten sich nie mit der Fliege identifizieren. Angst und die dazugehörigen Verhaltensmuster haben nicht das geringste mit ihrer Identität zu tun. Angst ist eine parasitäre Lebensform, die auf diesem Planeten keinerlei biologische Geschäfte mehr zu erledigen hat. Wenn es Ihnen hilft, stellen Sie sich die Angst doch einfach wie einen Pilz vor, der vor Äonen erfolgreich aus dem Weltraum eingedrungen ist und sich seitdem schmarotzerhaft von dem Leben auf Ihrem Planeten genährt hat. Die Angst hat mit Ihrem Wesen etwa so viel zu tun wie Fußpilz mit Ihrem Körper. Für welche Umgehensweise mit diesem Syndrom Sie sich auch entscheiden, bedenken Sie, dass es fast vorbei ist und dass Sie nicht mit ihm identisch sind. Integrität. Ihre Pflege und Bewahrung. Als Crawl-In haben Sie bei diesem Einsatz definitionsgemäß ein paar ziemlich große Behinderungen. Jetzt, wo es darum geht, sich aus dem Rollstuhl zum aufrechten Gang zu erheben, könnte sich hier und da die Versuchung einstellen, sitzen zu bleiben und sich auf ihren Privilegien als Behinderte auszuruhen. Die Einsatzleitung würde gerne diesen Augenblick dazu nutzen, um Ihnen auf die Füße zu helfen. Die größte Behinderung, an der sie leiden, ergibt sich aus dem Umstand, dass dieser Einsatz vollkommene Integrität erfordert. Die Kulturen, die sie repräsentieren, verlangen von ihnen jedoch nur wenig Integrität oder lehnen sie sogar rundheraus ab. Das liegt daran, dass die Erdkulturen bei aller Verschiedenheit eins gemeinsam haben. Sie sind allesamt komplett dysfunktional. Wenn eine Kultur sich erst einmal entschieden hat, welche dysfunktionalen Aspekte sie zu repräsentieren gedenkt, zeigt sie damit sozusagen Flagge, um ihre Position deutlich zu machen, steckt ihre bevorzugte Sorte der Dysfunktionalität für daheim und unterwegs in ein handliches Päckchen und gibt dieses Päckchen als nationales Erbe weiter, das mit Stolz bewahrt und um jeden Preis geschützt werden muss. Weil sie aber irgendeine Nationalität beanspruchen mussten, um hierher zu kommen, ist niemandem von ihnen eine Identität erspart geblieben, die nicht mindestens eine Million Lichtjahre und um genau 180 Grad von der Wahrheit entfernt ist. Die Versuchung in der Dysfunktionalität zu verharren ergibt sich aus der Tatsache, dass es eine so mühsame und langwierige Reise war, um überhaupt erst an diesen Punkt zu gelangen. Irgendwie erscheint es als unstatthafte Verschwendung, das alles einfach abzuwerfen. Wegen dieser vermeintlichen Verschwendung hängen sie vielleicht an falschen Identitäten oder stecken in gegenseitigen Abhängigkeiten, die den Genesungsprozess hinauszögern. Solche doppelbödigen Beziehungen, ob zu ihnen selbst oder zu anderen, beruhen auf einer dysfunktionalen Komplizenschaft, die auf dem Nährboden einer unausgesprochenen Forderung gedeiht. Diese Forderung könnten wir am besten so formulieren. Bitte störe mein Gefühl der Begrenztheit nicht. Das hier mag Auschwitz sein, aber es ist mein Zuhause. Wenn Sie diesen Pakt aufrechterhalten, gibt es ein Problem. Mit dermaßen viel dysfunktionalem Gepäck kommen Sie unmöglich durch die Pforten zur fünften Dimension. Es gibt dort nämlich weder behinderten Parkplätze noch Rollstuhlrampen. Sie müssen jede falsche Identität beim Zoll zurücklassen. Wo man ihre Habseligkeiten gründlich auf eingeschmuggelte Bewusstseinszustände filzen wird. Zu diesen unzulässigen Bewusstseinszuständen zählen Unehrlichkeit, Manipulation, alle Arten von vorgeschobener Behinderung, die Weigerung, ihre Identifizierung mit dem Überlebenskampf loszulassen, alle versteckten unheiligen Pakte, die aus Angst und Verleugnung geschlossen wurden. Die Einsatzleitung ist sich der Tatsache bewusst, dass die Neuausrichtung auf die Wahrheit Mut erfordert. Aber wir wissen auch, dass jeder Versuch, mangelhafte Integrität über die Grenze der bevorstehenden neuen Zivilisation zu schmuggeln, zum Scheitern verurteilt ist. Gehen Sie während der Zeit Ihrer Rehabilitation sanft mit sich und anderen um, aber seien Sie in dieser Hinsicht sorgfältig, denn für Schummeleien ist kein Platz. Und denken Sie daran. Es ist viel angenehmer, wenn Sie Ihre Krücken jetzt freiwillig hergeben, als wenn Sie erst an der Grenze damit auffliegen. Unterscheidungsvermögen In dieser Zeit des Übergangs sollten Sie sehr sorgfältig prüfen, welchen Personen und welchen Dingen Sie folgen. Wenn Sie überhaupt noch irgendjemandem folgen, ist das streng genommen schon das erste Anzeichen dafür, dass Sie vom Weg abgekommen sind. Denjenigen unter Ihnen, die noch Schüler von Gurus sind, empfehlen wir eine Schulung der eigenen Urteilskraft. Die Zeit der großen geistigen Lehrer ist vorbei. Dafür ist jetzt die Zeit der großen Geister angebrochen. Anstelle der herkömmlichen Meister-Schüler-Beziehung wird es fortan nur Meister geben. Dies mag zwar in Indien und anderswo zu einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit führen, aber lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Die wahren Meister des Lichts werden diese Verlagerung mit Leichtigkeit bewältigen und ihren erfolgreichen Schulabschluss mit der gleichen Erleichterung begrüßen wie ihre eigene wohlverdiente Pensionierung. Andere finden Gurus überholt und folgen stattdessen nicht verkörperten Wesenheiten, die per Channeling auf dem Planeten erschienen sind. Auch hier empfehlen wir Unterscheidungsvermögen. Viele unserer Kräfte haben durch die Anwendung des Channeling Zugang zu dieser Ebene gewonnen. Wir sind allerdings nicht die Einzigen, die sich auf diese Weise Zugang verschafft haben. Es gibt viele nicht verkörperte Energien, die sich als das Licht tarnen und mit ihrem verwirrenden Spiegelbild zum allgemeinen Durcheinander beitragen. Die Tatsache, dass jemand keinen Körper hat, kann nicht automatisch als Garantiebeleg dafür gelten, dass er zu den Streitkräften des Lichts gehört. Zurzeit geistern Unmengen von Entitäten umher, gechannelt oder sonst wie, die selbst keinen Körper haben und einzig daran interessiert sind, ihren Körper zu benutzen und bei Gelegenheit zu missbrauchen. Ein wichtiger Schlüssel im Umgang mit diesen Energien ist, ihnen als Meister und nicht als Schüler entgegenzutreten. Wenn sie in der Wahrheit dieser Identität stehen, werden sie kaum auf eine Lüge hereinfallen. Prüfen Sie stets die Energien, mit denen Sie in Kontakt treten. Um sicherzustellen, dass es sich nicht nur um vierdimensionale Schnorrer handelt, die sich gern weiter im Dunkeln tummeln möchten. Wenn eine Wesenheit das Licht scheut, seine Gegenwart meidet und sich ein bisschen wie ein Vampir benimmt, dem ein Kruzifix vor die Nase gehalten wird, können sie ziemlich sicher sein, dass diese Wesenheit nicht im Dienst der Kräfte des Lichts steht. Wer oder was das Licht nicht ertragen kann, unterstützt das Licht auch nicht und sollte so schnell wie möglich ans Licht gebracht werden. Prüfen Sie auch Ihr eigenes Verhalten und Ihre Gedankenformen. Vieles von dem, was Sie für ein Produkt Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Erziehung gehalten haben, ist in Wirklichkeit möglicherweise das Verhalten einer vierdimensionalen Wesenheit, die zeitweilig Ihren Körper übernimmt. Das ist gerade im Moment ein besonders wichtiges Thema, weil es in der vierten Dimension starke Störungen gibt, die in die dritte Dimension einsickern. Für nähere Informationen über die Dimensionen siehe Anmerkung 2 im Abschnitt UFO. Das ist die bedauerliche Folge eines kleinen interdimensionalen Missverständnisses. Während die fünfte Dimension ihren spirituellen Abstieg in die dritte Dimension fortsetzt, passiert sie momentan die Grenzen der vierten Dimension. Manche besonders dunkle Bewohner der vierten Dimension fassen dieses hereinkommende Licht irrtümlich als Drohung auf und missverstehen ihre bevorstehende Transformation als ernsten Angriff. Eine ganze Anzahl von ihnen hat daher eine Widerstandsbewegung gebildet. Sie setzen sich zur Wehr, obwohl wir ja gar nicht angreifen. Das zeitweilige Chaos, das so entstanden ist, hat dazu geführt, dass es in der vierten Dimension zurzeit aussieht wie bei einer üblen Schlägerei in der Star Wars-Bar. Und ein paar der entkörperten Flüchtlinge aus der vierten Dimension haben sich in die dritte Dimension durchgeschlagen. Alle Einsatzteilnehmer sollten lernen, diese Energien zu erkennen und ihnen aus dem Weg zu gehen. Wenn eine nicht verkörperte Wesenheit sie in irgendeiner Weise manipuliert oder um den Preis ihrer Freiheit Gefolgschaft von ihnen verlangt, gehört diese Wesenheit nicht zu unserem Team und hat nicht ihr Bestes im Sinn. Jede Energie, die nicht dazu beiträgt, Sie, Ihre Großartigkeit und Meisterschaft erkennen zu lassen, ist nicht an diesem Einsatz beteiligt und steht im Dienst der dunklen Kräfte. Wenn eine Wesenheit diesen Kriterien nicht genügt, eskortieren Sie dieses Wesen bitte zum Licht. Durch Ihre Ausrichtung auf das Licht sind Sie diesen vorübergehend verwehrten Kräften gegenüber in überlegener Position. Sie haben die Macht, sie zu enttarnen und liebevoll zum Licht zu gleiten. Sie können dies tun, indem sie die Entitäten identifizieren, alle Vereinbarungen, die sie vielleicht mit ihnen getroffen haben, aufheben und sie mit ihrer inneren Visualisierungskraft zum Licht führen. Dieses Vorgehen unterstützt den Einsatz in seinem friedlichen und wirksamen Abstieg durch die vierte Dimension und beschleunigt seine lang erwartete Ankunft in der dritten. Verstehen Sie diese Informationen nicht falsch. Es ist das Licht, das diesen vierdimensionalen Kräften überlegen ist, nicht Ihre liebreizende Persönlichkeit. Wenn Sie sich mit diesen Kräften in dem Gefühl messen, Sie selbst wären ihnen überlegen, werden Sie unweigerlich mit Pauken und Trompeten untergehen. Rufen Sie bei allen Begegnungen mit diesen Energien die Kräfte des Lichts an, dann ist Ihnen der Erfolg garantiert und hinterher gibt es weniger Durcheinander zu beseitigen. Landeanweisungen Manche von Ihnen sind nach ihrer Ankunft in der dritten Dimension in einen derartigen Schockzustand verfallen, dass Sie die endgültige Landung bisher aus reiner Protesthaltung verweigert haben. Die Einsatzleitung möchte darauf hinweisen, dass Sie für den Einsatz nutzlos sind, wenn Sie diesen Planeten immer noch in einer Warteschleife umkreisen. Wir weisen auch darauf hin, dass es Ihre Entscheidung war, sich für diesen Einsatz zu verpflichten, nicht unsere. Ihren panischen Meldungen entnehmen wir, dass sie Angst haben, sich mit dem anzustecken, woran die hier auf diesem Planeten offenbar leiden. Wir verstehen ihre Sorge zwar, würden aber über die ihnen drohende Gefahr lieber mit ihnen sprechen, nachdem sie gelandet sind. Technisch gesehen kann die Einsatzleitung nicht in ihren freien Willen eingreifen, wir können ihnen aber einen anderen Auftrag erteilen. Wenn sie wollen, können sie zu einem anderen dysfunktionalen Planeten transferiert werden. Bedauerlicherweise können wir zurzeit allerdings fast ausschließlich freie Stellen anbieten, die im Vergleich mit der Erde nicht gerade gut abschneiden. Die bloße Erwähnung der Möglichkeit, sie wieder heraufzuholen und in das Ausbildungslager auf dem Planeten X zu stecken, dürfte bei der Mehrzahl von Ihnen schon ausreichen, um sie aus dem Himmel hervorzulocken und sie wieder voll auf die Linie dieser Mission zu bringen. Sollten Sie allerdings auch weiterhin nicht die Absicht haben, sich dem Planeten zu nähern, Nehmen Sie bitte Kontakt mit der Flugleitung auf. Vielleicht kann sie Ihnen mit detaillierten Anweisungen bei der Landung behilflich sein. Der Kulturschock ist unvermeidlich, wenn Sie nach und nach für unsere und Ihre Gegenwart erwachen. Obwohl Sie bereits gewiefte Dimensionsreisende sind, wird Ihre wahre Identität für Ihr dreidimensionales Bewusstsein ein echter Erkenntnishammer sein. Den Eindruck, den die Erkenntnis ihrer multidimensionalen Natur hinterlässt, wird Schauder der Ablehnung durch ihr begrenztes Selbstgefühl senden. Sogar ein unerwarteter, unterfinanzierter Umzug nach Kalkutta dürfte Ihnen dagegen noch vergleichsweise sehr attraktiv erscheinen. Es steht zwar nichts als die Sicherheit Ihrer Unsicherheit auf dem Spiel, aber versuchen Sie mal, das Ihrem Emotionalkörper klarzumachen. Der Emotionalkörper würde sich wahrscheinlich eher von der nächstbesten Felsklippe stürzen, als besonnen und vernünftig auf die bevorstehende Schwingungserhöhung zu reagieren. Dieser Kulturschock dauert nicht lange, aber wir erwähnen ihn, damit Sie sich darauf einstellen können. Und solange er andauert, sollten Sie sich auf den zusätzlichen Schock vorbereiten, dass die Einsatzleitung sich größtenteils aus Nicht-Humanoiden zusammensetzt. Die Humanoiden bilden zwar eine Wurzelrasse, die sich in allen Welten findet, aber es ist eben nur eine von vielen Rassen. Auf Leute, die sich noch nicht einmal richtig auf die Unterschiede in ihrer eigenen Art eingestellt haben, kann unsere Gegenwart wie ein ziemlich beunruhigender Akt der Brüderlichkeit wecken und wir bitten Sie, sich dem zu stellen. Falls es Sie tröstet, auch viele von Ihnen sind nur im Zuge dieses Einsatzes im Interesse des planetaren Übergangs als Menschen getarnt. Wir hoffen, dass ehrliche Informationen über diese Dinge Ihrer Persönlichkeit einigermaßen zum Gleichgewicht verhelfen, auch wenn Ihr gebeuteltes Emotionalsystem nicht gerade in Begeisterungsstürme ausbrechen wird. Denken Sie auch daran, dass der Kulturschock des multidimensionalen Erwachens nicht im Mindesten so schrecklich ist, wie der Schock, den Sie erlitten haben, als sie zum ersten Mal aufwachten und festgestellt haben, dass sie hier sind. Der Jojo-Effekt. Mit dem Jojo-Effekt bezeichnen wir die körperlichen und emotionalen Schwankungen, denen sie unter Umständen ausgesetzt sind, wenn der Transmutationsprozess eine schnellere Gangart einlegt. Die zelluläre Transmutation ist notwendig, um ihren Evolutionssprung ins Licht zu begleiten. Aber da dies ein körperlicher Prozess ist, gibt es einige Begleiterscheinungen, mit denen wir sie am besten gleich bekannt machen. Es wird wahrscheinlich Augenblicke der Verzückung geben, in denen Sie spüren, wie der starke Strom des hereindrängenden Lichtes in Ihren Körper eindringt. Diesen Momenten folgen allerdings oft plötzliche Energiezusammenbrüche, bei denen Sie vorübergehend in die alte Wirklichkeit zurückschwingen und die körperlich, seelisch und geistig spürbar werden können. Verwechseln Sie das nicht mit manischer Depression. Es handelt sich nur um einen schlichten Fall von Ekstase. Und gleich danach, besteht ihre Verleugnung darauf, in die dunkle Grube zurückzukehren, die sie kennt und so innig liebt. Die körperlichen Begleiterscheinungen sind individuell verschieden. Die unterschiedlichsten Kombinationen von Schmerzen und Beschwerden können auftreten, auch nervöse Störungen und Müdigkeit sind möglich. Die Einsatzleitung rät ihnen davon ab, zu allen möglichen Ärzten zu rennen, um herauszufinden, was sie denn nun schon wieder haben, es sei denn, sie wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Unser Rat ist einfach und der beste, den Sie bekommen können, seien Sie gut zu sich. Das bewirkt eine enorme Schwingungserhöhung. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, nehmen Sie ein paar Placebos und gehen Sie zu Bett. Sollten die Symptome am nächsten Morgen noch nicht verschwunden sein, rufen Sie uns einfach an. Weitere Informationen über Transmutationssymptome und Heilmittel finden Sie im Absatz Die Mesh-Einheiten im Kapitel Der Einsatz. Der Truppenaufmarsch Dieser Einsatz verfolgt ein Konzept und hat ein Ziel. Es gibt allerdings keinen Schlachtplan. Ein Grund dafür ist, dass wir uns nicht in einer Schlacht befinden. Ein weiterer Grund ist, dass all unsere Bewegungen vom Geist geleitet sind und sich ständig in Reaktion auf die Anforderungen des Geistes verändern. Aus diesem Grund müssen auch Sie bereit sein, Ihre Pläne im Einklang mit dem Geist zu ändern und dorthin zu gehen, wo es im jeweiligen Augenblick von Ihnen verlangt wird. Was gestern stimmte, ist morgen vielleicht nicht mehr wahr. Sie müssen lernen, sich bei Last-Minute-Einsätzen auf den Geist zu verlassen. In diesem Vertrauen auf den Geist besteht der Einsatz. Es bildet auch Ihre direkte Verbindung zur Einsatzleitung und all Ihren Streitkräften. Denken Sie daran, die Einsatzleitung ist keine Einrichtung im äußeren Sinn. Wir sind ein Dienst, sowohl innerlich wie äußerlich, und empfehlen Ihnen dringend, nicht bei äußeren Autoritäten Rat zu suchen. Niemand außer Ihrem göttlichen Geist kann Ihnen Ihre Wahrheit darüber sagen, wo Sie hingehen und was Sie tun sollen. Die entscheidende Bewusstseinserweiterung, in deren Unterstützung das Ziel dieses Einsatzes liegt, soll ihr spirituelles Selbstvertrauen erwecken. Und sie haben sich zugunsten dieses Planeten persönlich dazu bereit erklärt, genau diese Erweiterung durchzuführen. Wir ermahnen Sie, sich bereit zu halten. Seien Sie ganz Auge und Ohr, denn jetzt werden die Truppen des Geistes aufgestellt. Vorkehrungen für den Notfall. Die Einsatzleitung verfügt über Reservekräfte, die für den Notfall bereitstehen. Außerdem sind wir in der Lage, sämtliche genetischen Codes unserer Bodenmannschaften auf einen Schlag zu aktivieren und sie alle sofort auf ihre jeweiligen Positionen zu rufen. Aber wie wir bereits erwähnt haben, bevorzugen wir ein anderes Vorgehen, weil eine derartige Prozedur mit einem Schock verbunden wäre. Kaum ein Nervensystem ist bislang darauf vorbereitet, eine zu plötzlich einströmende Woge von Licht zu ertragen, und es könnte zu Verlusten bei den Truppen kommen. Die Einsatzleitung möchte nicht näher auf die Notfälle eingehen, die uns dazu veranlassen könnten, alle Mitglieder der Kampfeinheiten auf dem Planeten und außerhalb vorzeitig zu aktivieren. Wir wollen Ihre Aufmerksamkeit nicht auf diese Dinge lenken, da genau das zum Eintreten einer derartigen Situation führen könnte. Daher müssen Sie sich mit dem Wissen begnügen, dass wir für Notfälle besondere Einheiten von Bereitschaft halten. Diese Einheiten sind darauf vorbereitet, dem Planeten zu helfen, wenn es bei dem Geburtsprozess an irgendeinem Punkt zu Komplikationen kommen sollte. Wie bereits mehrfach erwähnt, sind wir hier, um die gefahrlose Geburt des Planeten ins Licht sicherzustellen. Alle dafür notwendigen Mittel fallen in unsere Zuständigkeit und stehen uns zur Verfügung. Mehr möchten wir an dieser Stelle zu dem Thema nicht sagen. Pannen beim Einsatz. Auch auf diesem Punkt will die Einsatzleitung nicht groß herumreiten, denn wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf die Liste der möglichen Unglücksfälle richten, führt das unweigerlich zu einer Verlängerung dieser Liste. Wir möchten zu diesem Thema nicht mehr sagen, als dass jeder Einsatz auf einem dysfunktionalen Planeten seine Gefahren in sich birgt. Manche Missionsteilnehmer machen eine regelrechte Bruchlandung und kommen unter Umständen nicht schnell genug wieder zu Kräften, um ihre Aufträge rechtzeitig auszuführen. Manche haben sich so tief in ihre Dysfunktionalität hineingesteigert, dass sie völlig vergessen haben, weshalb sie diesen Zustand eigentlich angenommen haben. Noch ist Zeit, einen Teil dieser Pannen auszubügeln, ein paar Einsatzteilnehmer befinden sich allerdings in einem besorgniserregenden Zustand und ihre Prognose sieht nicht sehr gut aus. Das betrifft zwar nur einen verschwindend geringen Teil unserer Bodenmannschaften, aber wir möchten diesen Teilnehmern gerne sagen, dass die Verletzungen, die sie erlitten haben, in unseren Augen kein Scheitern bedeuten. Wir bedauern, dass überhaupt Unglücksfälle vorkommen, aber es ist unmöglich, allen Missionsteilnehmern völlige Sicherheit zu garantieren weil eine solche Garantie den freien Willen und die göttliche Souveränität unserer Einsatztruppen verletzen würde. Die Einsatzleitung lässt die verletzten Mitglieder wissen, dass ihre Anstrengungen hohe Anerkennung finden und dass bei ihrer Heimkehr etwas viel Besseres als ein Orden auf sie wartet.